Willkommen zum dritten Video. Wenn du die beiden vorangegangenen Videos dieses Trainings noch nicht gesehen hast, solltest du das jetzt nachholen. Ganz klar, fangen wir mit Video 1 an. Worauf kommt es als Führungskraft an? Seit mehr als 30 Jahren trainiere ich nun Führungskräfte, die eigenen und auch fremde. Mit Podcasts, dein Team, deine Pflicht, kann ich dir nur ans Herz legen. Blogposts, Büchern, in Offsites, in Einzelcoachings, in Workshops und in Führungstrainings. Und ich habe dein Muster erkannt. Ein erschreckendes Pattern. Es gibt zwei Probleme. Erstens, frisch beförderte Führungskräfte erhalten kein Führungstraining. Und das ist die Regel. Und das hat nicht mal unbedingt was mit der Größe des Unternehmens zu tun. Es gibt natürlich Ausnahmen. Aber die meisten schmeißen ihre Führungskräfte ins kalte Wasser. Und ich meine hier nicht nur die Führungskräfte, die zum ersten Mal führen. Nein, auch wenn du als Führungskraft plötzlich Führungskräfte führen sollst. Also wenn du vielleicht Bereichsleiter geworden bist. Das ist was ganz anderes. Das sagt einem vorher noch keiner. Du musst dir das dann irgendwie selber beibringen. Oder vom alten Chef abschauen. Keine Ahnung. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, das ist auf jeden Fall nicht die beste Idee, das so zu machen. Da wird viel verbrannte Erde produziert. Das Unternehmen leidet, die Mitarbeitenden leiden. Aber vor allem leidet die Führungskraft selbst. Also du. Du hast niemanden, mit dem du reden kannst. Niemanden, den du fragen kannst. Natürlich, deinen Vorgesetzten vielleicht, geht klar. Oder die Personalabteilung. Wer macht das schon? Wer gibt sich diese Blöße? Niemand. Startups. Genau das Gleiche. Die genialen Gründer müssen plötzlich Mitarbeiter einstellen. Ist ja logisch. Und dann neben Produktentwicklung und Finanzierungsrunden managen auch noch führen können. Das geht fast immer schief. Ist also kein Wunder, dass sich unglaublich viele frisch beförderte Führungskräfte gestresst und überfordert fühlen. Schließlich bist du dir immer unsicher, ob du das alles richtig machst. Du trägst ja die Verantwortung als Führungskraft. Kann ich in meiner Rolle wirklich sicherstellen, dass meine Mitarbeitenden an den richtigen Dingen arbeiten? Wie gehe ich damit um, wenn es schief läuft, wenn Fehler passieren? Vorher, da warst du Teil eines Teams mit Kollegen. Und jetzt ganz plötzlich, da bist du Teamleiter, du bist eine Führungskraft. Pah. Und nun wird es schwierig, die gleichen unpopulären Entscheidungen zu treffen, die man vorher vom eigenen Chef oder der Chefin bekommen hat. Und die dann vor dem Team zu verteidigen. Mit anderen Worten, vor den Mitarbeitenden, mit denen du früher auf gleicher Augenhöhe warst. Und dann willst du natürlich deine Führungsrolle richtig ausfüllen. Du willst deine eigene Führungskraft nicht enttäuschen. Dann kommt dazu, wenn du ehrlich bist, dass du von deinen eigenen Teammitgliedern, das heißt deinen ehemaligen Kollegen, nicht so akzeptiert oder gemocht wirst. Wer ist jetzt hier die Führungskraft? Wie gehst du also damit um? Die meisten werden mit dieser Situation alleine gelassen. Dann kommt das Problem, dass du dich als Führungskraft durchsetzen musst. Was mache ich, wenn ehemalige Kollegen mich nicht ernst nehmen und das passiert? Wenn sie nicht machen, was ich will und das passiert? Wie gehe ich mit schwierigen Teammitgliedern um? Muss ich jetzt autoritär sein? Das passiert auch. Oder ist das falsch? Bestimmt. Aber weißt du es? Wofür muss ich Zeit haben und wofür nicht? Wie priorisiere ich? Wie führe ich virtuelle Teams? Das heißt, führen auf Distanz. Es gibt so viele Fragen und so viele Situationen, in denen du als neue Führungskraft alleingelassen wirst. Kein Wunder also, dass viele Führungskräfte mit der Zeit verunsichert und frustriert sind. Aber du kannst lernen zu führen. Jeder kann eine gute Führungskraft werden. Ich sprach von zwei Problemen. Was ist das zweite? Naja, es gibt einfach zu viel Information und Wissen zur Führung.
Es gibt wirklich nichts, also nichts, was du nicht auf YouTube lernen kannst. Kein Thema wurde noch nicht in einem Buch behandelt. Was sage ich hier? In tausenden von Büchern, ganze Bibliotheken voll mit Führungsstrategien, Führungsthemen, Führungstipps, Podcasts, mehr als du hören kannst. Und trotzdem fällt es den meisten schwer, richtig zu führen. Warum ist das eigentlich so? Nun, ich denke, es hat zum einen damit zu tun, dass man aus der Vielzahl von Informationen und Wissensquellen erstmal das Passende, genau das Wort ist das Zauberwort, passend, das passende Wissen herausfiltern muss. Und das ist gar nicht so einfach. Und das ist auch der Grund, warum ich das Leadership-Programm mit genau 9 Modulen aufgebaut habe. Ich habe es bewusst so gemacht, dass du immer einen direkten Nutzen aus den Inhalten für deinen Arbeitsalltag ziehen kannst. Worum geht's? Im ersten Modul, da lernst du, wie du entscheidest. Nein. Nicht das Entscheiden, sondern wie du entscheidest. Genau. Weißt du denn eigentlich, wie dein persönlicher Entscheidungsprozess ist? Wie ist deine Präferenz? Schnell oder langsam? Brauchst du viele Informationen oder wenige? Das musst du wissen, damit du weißt, wie du korrigierend in deine eigenen Entscheidungen eingreifen kannst und wo du ein Korrektiv brauchst. Also für deine Entscheidung, damit du zukünftig schnell und gut entscheidest, also richtig. Zweitens, gestern Mitarbeiter und morgen Führungskraft. Was mache ich denn mit meinen Kollegen, denen ich jetzt vorgesetzt bin? Und was, wenn die Stelle auch haben wollten? Das passiert öfter, als du dir das vorstellen kannst. Du weißt es vielleicht noch nicht mal, dass sie sich auch beworben haben und du hast ihn jetzt gekriegt. Oder was machst du mit den Mitarbeitenden, die mehr Berufsjahre auf dem Buckel haben? Das besprechen wir hier. Drittens, das hast du ja schon im letzten Video gesehen, aber wir gehen hier nochmal auf das Geheimnis von Motivation ein. Also vielmehr auf die Demotivation. Da kannst du viel kaputt machen, und zwar ohne es zu wissen. Viertens, Führungsstile. Wie du den richtigen Stil für die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt findest. Und warum Führen so unglaublich spannend ist. Weil es so viel Spaß macht. Jeder Mensch muss anders geführt werden. Wirklich jeder. Fünftens, die Königsdisziplin der Führung, Delegation. Wie du mehr führst und weniger ausführst. Wir hatten das ja schon. Weniger managen und verwalten, sondern wie man sich die Zeit verschafft, um in die Zukunft schauen zu können. Weil das ist nämlich dein Job. Nebenbei bemerkt, dass du bei der Delegation auch das Ergebnis bekommst, was du haben willst. Nicht einfach nur delegieren, sondern das soll mindestens so gut sein, als wenn du das selber gemacht hättest. Sechstens, das beliebteste Thema überhaupt, weil es so nahe liegt. Was mache ich mit schwierigen Mitarbeitern? Gott, was kriege ich da zu fragen? Und warum sind die schwierig? Also für dich. Und wie geht man mit bösartigen Menschen um? Die gibt es auch. Das machen wir in diesem Bereich. Siebtens, lernen, einen Konflikt zu lösen. Und zwar so, dass es ja, produktiv wird. Konflikte sind extrem wichtig. Man muss sie wirklich nur führen. Man darf ihnen nicht aus dem Weg gehen. Aber das machen die wenigsten, also den Konflikt führen. Und die es machen, die machen es oftmals falsch. Achter Schritt, Kultur kann man nicht gut erklären. Kultur kann man nur fühlen. Aber du wirst mit mir oder mit meiner Hilfe deine Kultur mit deinem Team einführen. So muss es heißen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das ist im Übrigen das Training, das ich am zweitmeisten verkauft habe oder gegeben habe. Und neuntens, mein Bestseller. Auf den Punkt kommunizieren. Ich könnte fast nur dieses Training machen. Ich hätte ausgesorgt. Die Führungskraft, die nicht rüberkommt, die nicht verstanden wird, die wird nichts erreichen. Da kannst du die anderen 8 Schritte hin zur Top-Führungskraft alle komplett vergessen. Du musst verstanden werden. Das ist eine Kernaufgabe einer Führungskraft. Und zwar nach oben, nach rechts, nach links und nach unten. Kommunikation in alle Richtungen. Viele Führungskräfte haben Wissen über Führung. Sie haben darüber gelesen, sie haben einen Führungsworkshop besucht, aber sie wenden es in ihrem Führungsalltag nicht an. Sie setzen es nicht in die Praxis um. Denn nur zuhören, das reicht nicht aus. Dieses Video, das reicht nicht, dass du führen kannst. Wenn du nur Videos schaust, vergiss es.
Komm nicht ins Leadership-Programm. Es wird dir nicht helfen, wenn du dir die 200 Videos anguckst. Komm nicht, es wird dir nicht helfen. Theorie zu wissen reicht auch nicht aus. Es geht darum, das Wissen anzuwenden. Das ist vergleichbar oder ähnlich wie der Vorsatz, sich mehr zu bewegen oder gesünder zu essen. Hast du den auch schon mal gefasst? Hat es geklappt? Wenn du alles darüber gelesen hast, dann hast du das Wissen. Das reicht aber nicht aus, zu wissen, wie man Sport treibt und was gesunde Ernährung jetzt wirklich bedeutet. Das ist auch nicht das Problem. Die meisten Menschen wissen das. Es geht darum, es im täglichen Leben einzusetzen, zu integrieren, umzusetzen. Das ist im Übrigen der schwierige Teil. Wir machen hier im Leadership-Programm immer wieder die kleinen notwendigen Schritte und brechen deine schlechten Gewohnheiten. Und ja, du musst dir beibringen, vernünftig zu handeln. Ich werde dir dabei helfen. Und das passiert nicht über Nacht. Du wirst also etwas Zeit mitbringen müssen. Und es passiert auch nicht an einem Wochenende. Genau wie beim Sport oder bei der richtigen Ernährung. Es ist nicht Führung in 7 Tagen. Das klappt nicht. Deshalb vermittle ich mit dem Leadership-Programm nicht nur Wissen in Form von Videos zum Thema Führung, sondern das Wissen wird auch durch Fragen, Aufgaben und Checklisten vertieft. Das kann so besser gelernt und auch im Tagesgeschäft umgesetzt werden. Aber auch das reicht nicht. Du kannst nämlich zusätzlich jede Woche mindestens an einem Coaching-Call mit mir teilnehmen. Und dort behandeln wir die Themen deiner Wahl. Jede Woche wenigstens einer. Es reicht trotzdem aus, in das Leadership-Programm 1 bis 2 Stunden pro Woche zu investieren. Aber was machst du, wenn du ein Problem hast? Überleg mal. Du willst das Problem noch sofort gelöst bekommen. Sofort. Aber nur das Problem. Und so gehen wir im Leadership-Programm vor. Auf jede Frage, die du hast, findest du ein Video. Findest du kein Video, fragst du mich im Call, schickst mir eine Slack oder eine E-Mail. Wir finden eine Lösung. Du musst nämlich nicht, wie das in all den anderen Trainings ist, Schritt für Schritt ein Video nach dem anderen durchkauen, schauen, bis du bei deinem Problem angekommen bist. Kein Mensch löst so Probleme. Und du hast auch nicht die Zeit dafür. Du hast ja ein Team zu führen. Natürlich kannst du dir jedes Video anschauen und jedes Handout der Reihe nach durchgehen. Musst du aber nicht. Du hast ja ein Jahr Zeit dafür. Glaub mir, du wirst in einem Jahr Führung so ziemlich auf jedes Problem stoßen, das du haben kannst für den Rest deines Lebens. Und dann werden wir es in der Reihenfolge lösen, in der du es hast und nicht in der ich oder jemand anders Videos oder Inhalte produziert hat. Du kannst mir auch jederzeit eine E-Mail mit Fragen schicken. Besser ist es allerdings, du machst das in unseren nach Themen sortierten Slack-Gruppen. Frag zu bestimmten Themen, mit denen du dich gerade beschäftigst, Fragen zu deinem Führungsalltag, Fragen zu den Videos, was auch immer. Wir werden alle diese Fragen so schnell wie möglich beantworten. Natürlich normalerweise innerhalb von 24 Stunden. Und es funktioniert. Das sagen meine ehemaligen Teilnehmer auch. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele, die kannst du aber auch sehen unter leadership-programm.com/echte-stimmen. Mark Birnbaum sagt zum Beispiel, ist Leadership in der Hosentasche. Ich glaube, er kommt darauf, weil wir ja auch eine App haben. Das heißt, es gibt eine Mitarbeiterführung Android und Apple iOS App, die du downloaden kannst. Dann hast du auch Zugriff auf alle Inhalte. Was sagt er? Ich habe schon viele Führungskräftetrainings mitgemacht und ich habe noch nie etwas erlebt, das so ausgeklügelt, durchdacht und strukturiert und gut ist. Kai begleitet das alles super. Das ist einfach richtig genial. Danke, Marc. Nadine Bischoff sagt, das Leadership-Programm war eine spontane Entscheidung von mir, da ich noch nicht allzu lange in einer Führungsposition bin. Ich kann das Programm nur allen Interessierten weiterempfehlen. Es bietet sehr viel Flexibilität und gestaltet sich sehr praxisnah. Kai kann sich in alle Situationen, egal welche Berufssparte, gut einfühlen und hat mir wertvolle Tipps und Tricks auf den Weg mitgegeben. Das Programm ist sehr effizient und nachhaltig. Danke Kai für deine Expertise. Jacqueline Wilkens meint, jede Woche Kais Hirn anzapfen zu können, war einfach unbezahlbar. Vielen Dank dafür. Also ihr bekommt einen guten Einblick davon, wie es denn wirklich
funktioniert. Wenn du die Referenzen auch mal checken möchtest, die echte Stimmen, die gibt es auch als Video, dann kannst du es dir anhören. Mach jetzt den ersten Schritt hin zur erfolgreichen Führungskraft. Klick hier unten, dann wirst du Mitglied im Leadership-Programm. Ich freue mich riesig darauf, dich kennenzulernen. Ich meine persönlich, wir werden miteinander sprechen. Das ist jetzt nicht so ein Video, wo du einen Videokurs buchst und du mich vielleicht kennenlernst, weil du mich ja die ganze Zeit siehst und ich dich nicht. Ich lerne dich auch kennen. Werd Mitglied. Wir sehen uns bald wieder. Ich freue mich drauf.